Es ist wie bei Robbie Williams. Die weiblichen Fans kreischen, schreien und lassen die Tränen kullern. Und das wegen dieser vier Jungs aus Magdeburg. Sie heißen Tokyo Hotel und sind mit diesem Song Nummer 1 in Deutschland. Das ist unbegreiflich, weil wir sind genau dieselben wie vorher. Und das ist echt, also man kann es gar nicht glauben alles. Das geht auch alles so schnell, dass wir auch im Nachhinein erst drüber nachdenken und echt abends dann irgendwo zusammensitzen und dann denken, ey, was war das denn gerade? Das ist echt krass. Also das ist unglaublich. Die Zwillinge Bill und Tom sind die absoluten Mädchenlieblinge. Sie sind gerade erst 15. Trotzdem erzählt uns Tom im Interview vom Sex mit seinen Freundinnen. Ich hatte mit 6 meine erste Freundin. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwie, also mit im Alter von 6 Jahren kann man irgendwie noch nicht richtig Sex haben, wissen wir alle. Darum ist das vielleicht, war es halt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt so, ich hatte schon ziemlich viele Freundinnen und ich hatte aber nicht mit allen Sex unbedingt. Sein Bruder Bill ist mindestens genauso wild. Er sammelt eher Tattoos statt Mädchen. Ich habe ja eins schon im Nacken und ich habe überlegt, wie gesagt, also das macht halt ein bisschen süchtig irgendwie. Und ich habe überlegt, dass ich vom Bauch runter in die Unterhose und mich ein bisschen offen lasse, wo das endet. Ein Tattoo mit 15 und unter den Augen geschminkt. Ist das die neue Teenager-Generation? Wir schauen uns um an einer Gesamtschule in Berlin. Was halten die Gleichaltrigen von Tokyo Hotel? Wir wissen noch gar nicht, was wir machen. Also ich würde an seiner Stelle lieber ein Abzieh-Tattoo verwenden, weil das später auf jeden Fall bereuen wird. Die sehen erstens aus nur wie Mädchen, sind Zwillingsbrüder und hässlich wie sonst was. Wie die Nacht, hässlich wie die Nacht. Das ist gar nicht so meine Richtung, so mit Schminke und so. Also bei Jungs auf jeden Fall keine Schminke. Make-up mit 15 Jahren. Bei Bill von Tokyo Hotel scheint das Schminken ganz normal. Nicht erst seit dem Erfolg. Vor 2 Jahren hat sich Bill für Star Search beworben. Schon damals ist der Musiker durch schwarzen Lidstrich und ungewöhnliche Klamotten aufgefallen. Meine T-Shirts haben mir alle nicht gefallen und dann habe ich da einfach reingeschnitten und zum Schluss sah es dann einfach ganz okay aus und dann habe ich es angezogen. Schon vor 4 Jahren gab es Tokyo Hotel und wenn es nach der Band geht, soll das auch noch in 10 Jahren so sein. Wir würden auf jeden Fall immer Musik machen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also wir hoffen natürlich, dass wir dann immer noch Erfolg haben werden. Und aber ja, selbst wenn nicht, selbst wenn wir in ganz kleinen Clubs spielen oder nur im Proberaum. Also ich glaube, Musik werden wir alle immer machen, auf jeden Fall. Einen guten Einstand haben die 4 ja schon hingelegt. Und wenn das mit den kreischenden Fans so weitergeht, muss ich Robbie Williams warm anziehen.